Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren auf K1 und Startover Wallet, produced by Startover. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil er steht beim Produzenten hier, er steht hier drinne und er steht aber auch hier drin, wo der Künstler steht. Sprich, heißt es, er hat hier auch ein Part drinne? Denke ich mal. Wenn ja, das wäre dann übertrieben krass, bin ich drauf gespannt. Wir gehen natürlich ganz, ganz kurz auch in die Infobox rein. Zack, Music produced by Startover, Mastering, Time Tools. Okay, Krypto, Bitcoin, Ehrenmann, wegen Wallet, ne? Okay, unterstützt durch Produktplatzierung. Moloko natürlich. Okay, let's go, ich bin drauf gespannt. Mal gucken, mal gucken. Ballert mir weitere Vorschläge immer in die Kommentare. Ich muss sagen, der letzte Song, wenn ich rappe, uff. Ganz, ganz anders. Ganz, ganz anders. Bitcoin. Digga, aber jetzt mal kurzer Real Talk. Kryptowährung nimmt alles auseinander, ne? Krass, Junge, was ist mit dem Bitcoin? Ja, und jetzt kommt der Standardsatz. Hätten wir vor 5 Jahren mal Bitcoins gekauft, aber hätte man nicht wissen können, von daher. Ich fühle mich wie Marty McFly, ich kann damals schon sagen, wie cool meine Zukunft wird. Wow. Mach nicht auf superreich, du nimmst dein Monatsgehalt und kaufst damit dein Louis-Shirt. Selbst wenn du dir meine Rolios brauchst du nicht denken, dass du jetzt da... Digga, was war das für ein Einstieg von Kay? Hammer, hammer Einstieg. Sehr, sehr geiler Flow. Okay, ich freue mich jetzt schon auf den Song. Ich freue mich jetzt schon auf den Song. Digga, falls ich manchmal gelb werde... Liegt das daran, weil die Nano-Leafs zu hell eingestellt sind. Sorry dafür, deswegen, der wechselt eine Farbe, dann bin ich gelb, dann bin ich wieder normal. Bin ich gelb wie die Simpsons, Alter. Rolios brauchst du nicht denken, dass du jetzt dazugehörst. Vergleich dich dein Konto mit meinem, ich schwör, mein Vermögen wird jede Minute mehr. Wer nicht will, charter ich Jets, wer hat den Trend mit dem Marken gesetzt? Du beides in Sekt, schön, ich bringe mein Gold, das ist der Dagobert Flex. Oh, Junge, ich fühl das krass. Junge, ich hab ihn irgendwie vermisst. Ich weiß auch nicht, aber ich hab K1 schon vermisst, Alter. Krass, 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 Junge. Die ganzen alten Lieder kommen irgendwie gerade hoch. Hammer, hammer, hammer. Sehr, sehr geiler Einstieg. Dagobert Duck, Flex. Nice. Geh ich nochmal ein Stück zurück. Okay, weiter geht's. Mein Gold, das ist der Dagobert Flex. Haare geleckt, wieder on point. Steh morgens auf und bin tief in gebräunt. Ich lieb meine Villa, doch was ich nicht feier, ist, dass man sich täglich fast 4-mal verläuft. Stecke meine Lamborghini Performance. Und deine Brücke bin die Blicke an der Ampel. Junge, wie soll ich? Wie soll ich um jetzt 1 Uhr, wie soll ich in, bei, wie soll ich ruhig bleiben? Digga, wie soll ich hier jetzt ruhig bleiben? Kurz nochmal zurück, weil hier kam Double Time rein. Junge, die Line mit, hier, dass ich mich in meiner Villa verlaufe, anders. Verläuft, stecke meine Lamborghini Performance und deine Frucke bin die Blicke an der Ampel. Man, danach kommt sie direkt in meine Bude mit und labert wieder so viel über Kohle, diese Schlampe. Bitte komm nicht mit deiner Wannabe, bitte Mann, ich kicke es gebast, wenn ich die ganzen Rapper ficke. Deine dicke Lippe wirst du noch bereuen, ist der Toast, bei mir läuft alles neu, ich fahr heute Ferrari. Boah, Junge, da ist mir ja wirklich, ich habe ja keine Luft mehr bekommen, obwohl ich nicht gerappt habe, aber ich habe gerade keine Luft mehr bekommen beim Zuhören. Für mich, was Double Time angeht, Deutschrap-technisch. Es gibt vielleicht eine Handvoll Leute, wo ich sage, das sind die heftigsten. Und er ist auf jeden Fall einer von ihnen. Digga. Beverly, wie im Film. Machen jedes Office zu einem Nicky Beach. Job in Belfort. Bitches callen. Sie kommen. Wir sind am Ballen. Wir bohren. Halbe Mio Crypto-Coins in meiner Water. Ferrari, wo wir chillen. Junge, wie viel Cash? Nee, nicht Cash, anders gefragt. Wie viel Bitcoins hat er für das wie viel Bitcoins hat er für das Video bekommen? Was schätzt ihr? So 2-3 Bitcoins? Nee, mehr. So 4-5 Bitcoins? Man weiß nicht, man weiß nicht. In seiner Wallet. Jedes Office zu einem Nicky Beach. Bitches gone. Sie kommen. Wir sind am Ball. Wir wollen halben Mio Krypto. Schön, dass du gedacht hast. Okay, krass. Startover ist wirklich am Rappen. Ey, was ich auch mega schön finde jetzt, kurz nebenbei,
dass K1 also immer so mit Startover war, nach dem ersten Hit schon. Finde ich irgendwie nice. Das ist irgendwie ein starkes Team zusammen. Ein sehr, sehr starkes Team. Schön, dass du gedacht hast, ich baue nur Beats und geh Gold und Platin. Mann, du rappst über eine 911er, ich tu's auch, aber ich fahr ihn. Bitcoins, ich mach Money, flieg mal kurz nach Bali. Krypto Cash, hol mir den Lambo Interieur Wasabi. Hammer, 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 okay? Junge, Louis, Louis. Senorita. Das waren auf jeden Fall die Bomben-Baba-Hits, Alter. Hammer, hammer. Krass. Die sind ja sogar. Ja, egal. Lambo Interieur Wasabi. Mach immer nicht so auf Baller mit deinem Monopoly-Geld. Bau mir einen Basketballplatz mit dem Startover-Logo und Geld. Komm mir nicht mit deinem Marketingplan. Wenn ich was plan, dann ein Plan für den Pool. Check meine Trading-Skills, andere werden da. Junge, dieser Flow, ne? Die haben diesen Flow. Flow und Betonung und Reime, die sich hier ausgesucht haben. Wie passend ist das alles gerade? Wie passend? Aber hört nochmal kurz Case-Stimme. Mit deinem Louis-Shirt. Selbst wenn du dir meine Rolios brauchst, du nicht denken, dass du. Wenn ich das jetzt mit Startover vergleiche oder jemand anderen, ich sehe einfach diesen Unterschied. K1 hat einfach die perfekte Stimme zum Double Time, zum Schnellrappen, zum Flexen. Er hat einfach die perfekte Stimme. So krass Wiedererkennungsmerkmale. Echt sick, meine Technik unterschätzt mich und das wird brenzlig. Spanner mit dem Double Time, wo keiner kann mich aber Mann, ich habe so viel Coins, meine Rolle für den Ferrari, wo wir chillen, Beverly. Junge, Startover abgeliefert. Digga, man hat ihn nirgendwo rappen gehört. Auf einmal kommt er so an und ballert hier die Lines. Ich will irgendwie mitmachen gerade. Wie im Film, machen jedes Office zu einem Nicky Beach Job. Belfort, Bitches callen, sie kommen, wir sind am Ballen. Wir bohren halbe Mio Crypto-Coins in meiner Wallet. Ferrari, wo wir chillen. Nice Hook, auch nice Hook. Album-Potenzial ist da. Junge, das ist so ein Song, der wird auf jeden Fall, der wird in die Playlist gepackt. Der wird saftig in die Playlist gepackt. Und ich sag mal so, es ist sehr selten, dass ich beim ersten Mal anhören direkt einen Song hier in der Reaction sage, ich packe ihn in meine deutsche Playlist. Ferrari, wo wir chillen, Beverly, wie im Film, machen jedes Office zu einem Nicky Beach. Bitches call, sie kommen, wir sind am Ball. Nice, okay. Ja, Leute, schreibt mal rein, wie ihr den Song fandet. Ich fand ihn absolut geisteskrank. Junge, K1 und seine Produktplatzierungen, Junge. Ehrenmann. Junge, ich gönn ihm das irgendwie so krass. Ferrari, wo wir chillen, Beverly, wie im Film, machen jedes Office zu einem Nicky Beach Job, Belfort, Bitches callen, sie kommen, wir sind am Ballen, wir bohren halbe Mie. Und, war Moloko? Ja, oder? Ich hab keine Ahnung, doch. Ja, ich glaub Moloko, ne, ja. Junge, das darf nicht fehlen in einem K1-Video, wenn da kein Moloko ist, dann ist es kein K1-Video. Halbe Mio Crypto-Coins in meiner Wallet. Geiler Vibe, geiler Song. Abgeliefert. Ich mache jetzt auch nochmal Double Time am Ende. Ich versuch's jetzt und ich werde jetzt verkacken. Ich versuch's, okay? Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt. Macht's gut, haut rein und ciao.